Teotihuacan im Hochland von Mexiko. Die Stadt der Pyramiden. Ein mythischer Ort, wo Menschen zu Göttern wurden. Unter dem Hauptheiligtum haben Forscher vor einigen Jahren einen unterirdischen Tunnel entdeckt. Der geheime Gang bringt sie mitten ins Herz der Stadt. Das ist das größte Abenteuer meines Lebens. Ein Abenteuer, das auf die Spur der Architekten und Herrscher von Teotihuacan führt. Ihre Namen kennt niemand, aber sie haben das Sagen. Aus dem Nichts errichten sie eine Metropole, die zu einer der mächtigsten ihrer Zeit aufsteigt. Und tief unter der Erde erschaffen die Bewohner eine wundersame Welt. Eine Welt, die das Geheimnis der Erbauer von Teotihuacan offenbart. Die mexikanische Sierra Nevada, eine Vulkanlandschaft. Die meisten Feuerberge sind längst erloschen. Nur der Popocatépetl ist bis heute aktiv. Als er um die Zeitenwende ausbricht, zerstören Lavaströme alles, was auf ihrem Weg liegt. Bis zu 100.000 Menschen ergreifen die Flucht. Viele ihrer Dörfer sind vernichtet, weite Landschaften verwüstet. Die Natur braucht Jahrzehnte, bis sie sich wieder erholt. Zudem vergiften Asche und saurer Regen die Felder weit über das eigentliche Ausbruchsgebiet hinaus. Auf der Suche nach neuem Siedlungsraum machen sich viele auf den Weg in den Norden des Landes. Ein Großteil rettet sich ins Tal von Teotihuacan. Es liegt außerhalb des Zerstörungsradius. Dort wollen die Auswanderer einen Neuanfang wagen. Ob er gelingt, ist fraglich. Über ihre Zukunft entscheiden allein die Götter, wie die Menschen glauben. Ihre Gunst haben sie verloren. Der Vulkanausbruch zeigt ihnen, wie zornig die Jenseitsmächte sind. Einen Hoffnungsschimmer aber gibt es. Die Bedingungen in der Natur sind zwar nicht so ideal wie in der alten Heimat, aber gut. Der Boden ist fruchtbar, der Grundwasserspeicher gefüllt, das Klima mild und stabil. Ackerbau und Wasserwirtschaft sind möglich. Das Überleben von Tausenden von Menschen scheint gesichert. Als sie nach Teotihuacan kamen, war ihre Heimat völlig zerstört. Sie hatten buchstäblich die Hölle hinter sich und wähnten sich mit den vielen Quellen mitten im Paradies. Die Flüchtlinge mussten das Gefühl gehabt haben, eine zweite Chance zu erhalten. Hier hatten sie Gelegenheit, eine neue Ordnung aufzubauen und die zerstörte hinter sich zu lassen. Die neue Ordnung beginnt mit riesigen Bauten zu Ehren der Götter. Im Norden der Anlage entstehen die Mondpyramide und kleinere Tempel entlang der sogenannten Straße der Toten. Weiter südlich ragt die mächtige Pyramide der Sonne in den Himmel. Mit 63 Metern ist sie die dritthöchste der Welt. Am Ende der Totenstraße liegt das Hauptheiligtum. Die Pyramide steht an prominenter Stelle, mitten im Herzen der Stadt. Sie ist dem Gott der gefiederten Schlange gewidmet. Praktisch aus dem Nichts errichten die Flüchtlinge eine Stadt der Pyramiden, angelegt in einem präzisen Raster und ausgerichtet nach den Gestirnen. Das strenge Ordnungsprinzip gilt auch für die weitläufigen Wohnviertel. Dort können bis zu 200.000 Menschen leben und arbeiten. Sergio Gomez versucht seit Jahren herauszufinden, wer die Erbauer der Stadt sind. Sie hinterließen keine einzige schriftliche Quelle. Ihm bleibt nur die Archäologie. 2003 entdeckt er ein Bodenloch, das in der Nähe der Pyramide der gefiederten Schlange liegt.
Der Ausgräber riskiert den Abstieg, obwohl der Schacht kaum breiter ist als er selbst und er in der Dunkelheit fast nichts sehen kann. Seine Exkursion in die Finsternis lohnt sich. Der Archäologe macht eine entscheidende Entdeckung. Ich habe die Wände des Schachts abgetastet. Sie waren feucht, aber regelmäßig. Das konnte nur bedeuten, dass die Wände präzise bearbeitet wurden. Und zwar von Menschenhand. Von Menschenhand bearbeitete Wände in einem Schacht, der vom tiefsten Punkt bis zur Oberfläche 14 Meter misst. Womöglich ein Luftschacht. Das ist aber noch nicht alles. Am Ende des Schachts liegt ein zweiter und der verläuft horizontal. Kein Zweifel. Dort unten hat jemand einen unterirdischen Tunnel angelegt. Unmengen von Schutt und Mauerresten erschweren das Vordringen. Doch es sieht nicht so aus, als ob der Gang eingestürzt sei, sondern so, als sei er absichtlich zugeschüttet worden. Nach ein paar Metern brechen die Forscher ab und besorgen sich einen Laserscanner. Das Gerät kann selbst durch Wände schauen und liefert Daten, die den Tunnel fotorealistisch und dreidimensional abbilden. Der Gang verläuft zunächst 50 Meter geradeaus in Richtung Pyramide der gefiederten Schlange. Dann ist da ein kleiner Knick, bevor der Tunnel weiter bis unter den Stufenbau führt. Wie weit genau, können die Ausgräber zunächst nicht sagen. Aber ein Tunnel, der unter das Hauptheiligtum der Stadt führt und absichtlich verschlossen wurde, verspricht ein großes Geheimnis. Davon ist Sergio Gomez von Anfang an überzeugt. Deswegen habe ich die These aufgestellt, dass der Tunnel versperrt worden war, weil am Ende des Tunnels etwas geschützt werden sollte. Eine wichtige Opfergabe vielleicht. Oder sogar das Grab oder die Überreste einer wichtigen Persönlichkeit. Ich dachte, dass wir die Gebeine eines Herrschers finden können. Die Ausgangsthese überzeugt seine Behörde. Sergio und sein Team dürfen den Gang freilegen. Und der Archäologe wähnt sich auf dem richtigen Weg, als er erste Spuren der Tunnelbauer entdeckt. Tiefe Rillen in der Wand. Ein Handabdruck. Das ist einzigartig. Als würde man die Hand eines Menschen berühren, der genau hier vor Tausenden von Jahren gearbeitet hat. Der gesamte Tunnel ist mit einem Lehmgemisch verputzt. Die Seitenwände ebenso wie die Decke. Alles in Handarbeit. Das harte Vulkangestein haben die Teotihuacanos mit Holzmeißel und Steinhammer bezwungen. Im Unterschied zu anderen Hochkulturen um die Zeitenwende kennen sie keine Werkzeuge aus Eisen. Je weiter das Team von Sergio vorankommt, desto größer ist der Sauerstoffmangel. Einerseits beschwerlich, andererseits ein Glücksfall. Nur deshalb ist das alte Werkzeug, das die Archäologen ausheben, gut erhalten. Und sie finden ein Depot mit Meißeln, Spachteln und Hämmern. Spätere Laboruntersuchungen zeigen, dass die Werkzeuge aus den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus stammen. In denselben Zeitraum wird auch die Pyramide der gefiederten Schlange datiert. Die Archäologen sind davon überzeugt, dass Tunnel und Heiligtum als ein Bauprojekt geplant wurden. Auch Mond- und Sonnenpyramide sind mit unterirdischen Anlagen ausgestattet, bilden aber keine architektonische Einheit. 8 Generationen oder rund 200 Jahre dauert es, bis die Bewohner von Teotihuacan das religiöse Zentrum der Stadt vollendet haben. Das geht nur mit einer ausgeklügelten Organisation und in einem übermenschlichen Kraftakt. Die Brocken aus Vulkangestein müssen behauen und mit purer Muskelkraft die Baustelle hochgeschleppt werden. Die Teotihuacanos kennen weder Flaschenzug noch Rad.
Die Gründungsväter glänzen nicht durch Erfindungsreichtum, sondern durch körperlichen Einsatz. Triebfeder der Anstrengung ist der Glaube der Menschen. Der Pyramidenbau bedeutet für sie Dienst an den Göttern. Mit dem Bau der Pyramiden wollten die Menschen, die nach Teotihuacan geflüchtet sind, den Göttern danken für diese zweite Chance, die ihnen ermöglicht wurde. Tlaloc gehört zu den Stars des Pantheon. Ihn haben die Flüchtlinge aus der alten Heimat mitgebracht. Ebenso wie die große Göttin. Auch sie rangiert ganz oben. Der Gott der gefiederten Schlange hingegen spielt lange nur eine Nebenrolle. Populär wird er erst in Teotihuacan mit dem Bau der Pyramide, die heute seinen Namen trägt. Rund 280 Steinköpfe mit dem Bildnis der gefiederten Schlange zierten einst die Außenfassade ihres Heiligtums. Das kann nur bedeuten, dass die Gottheit in der Rangordnung aufgestiegen ist. Die gefiederte Schlange ist ein Mischwesen, teils Vogel, teils Schlange. In ihrer neuen Funktion ist sie zuständig für den Schöpfungsakt, entscheidet über Leben und Tod. Das macht sie zum mächtigsten Gott von Teotihuacan. Dieser Gott taucht schon früher in Zentralmexiko auf. Aber erst in Teotihuacan entfacht sich ein Kult, der sich von dort aus verbreitet. Später finden wir ihn bei den Maya und in ganz Mesoamerika. Dass die gefiederte Schlange schon in der Gründungsphase zum Schöpfergott erhoben wird, geschieht nicht zufällig. Den Forschern zufolge mussten die Menschen fürchten, dass die alten Götter sie in der neuen Heimat wieder im Stich lassen würden. Ein erfolgreicher Neubeginn war also nur mit einer neuen Gottheit möglich. Die Pyramide, die zu Ehren der gefiederten Schlange entsteht, liegt mitten im Zentrum der Stadt. Sie ist das einzige Bauwerk, das einem Gott zugeordnet werden kann. Und sie liegt innerhalb eines Kultplatzes, der von massivem Mauerwerk umschlossen ist und Platz für über 100.000 Menschen bietet. Alles deutet darauf hin, dass die Anlage ein religiöser Hotspot gewesen ist. Vielleicht sogar die Residenz der Herrscher von Teotihuacan, wie einige Wissenschaftler mutmaßen. Bewiesen hingegen ist, dass die Erbauer die Heiligtümer mit leuchtenden Farben verputzt haben, damit die Götter ihre Anstrengungen sehen und belohnen. Teotihuacan war eine bunte Stadt. Sie war voller spektakulärer Wandmalereien, in weißen Stuck gehüllt und bemalt mit Farben aus ganz Mexiko. Das Sagen haben die Priester. Zumindest in der Anfangsphase ziehen sie die Fäden. Sie sind das Bindeglied zu den Göttern. Nur sie können ihre Botschaften deuten. Das gibt ihnen unbegrenzte Macht über die Bevölkerung. Die heiligen Männer besitzen nicht nur die Autorität, den Pyramidenbau anzuordnen, sondern auch das technische Wissen, um ihn zu vollenden. Obwohl nur wenige bildliche Darstellungen existieren, können die Forscher auf die herausragende Rolle der Priester von Teotihuacan schließen. Die Frage, wie Teotihuacan regiert wurde, ist eine der ganz, ganz faszinierenden und spannenden Fragen der Archäologie. In Teotihuacan selbst gibt es keine Abbildungen von Königen, aber in Teotihuacan selbst dominieren Bilder von Priestern. Und das spricht dafür, dass Religion in Teotihuacan eine ganz zentrale Rolle spielte, um die Gesellschaft zusammenzuhalten und zu regieren. Opfer, Rituale gehören zu ihren wichtigsten Herrschaftsinstrumenten. Das Ringen um die Göttergunst hört in der Vorstellungswelt der Teotihuacanos nie auf. Und es sind wieder die Priester, die entscheiden, welches Opfer gebracht werden muss. Das tun sie nach einem bestimmten System, wie eindeutige Funde an der Mondpyramide zeigen. Bei Ausgrabungen treiben Forscher einen tiefen Tunnel in die Steinkonstruktion. Dabei stoßen sie auf zahlreiche Skelette von Tieren aus ganz Mesoamerika.
Wenn es um bedeutsame Gebäude ging, wurden Tiere als Weihegeschenk geopfert. So zum Beispiel Tiere, die für Kriegsführung stehen, also Raubtiere oder Greifvögel. Oder man wählte Tiere, in denen die Seelen verstorbener Krieger wiederkehren. Zum Beispiel Pumas, Jaguare, Wölfe, Kojoten, Klapperschlangen oder auch Adler. In manchen Fällen konnten es sogar Schmetterlinge sein. Es bleibt aber nicht bei Tieren. Auch die Bevölkerung soll bereit sein, ihr Leben zu opfern. In der Mondpyramide stoßen die Forscher ebenso auf menschliche Überreste. Wie die Tierknochen werden auch sie in den Fundamenten des Heiligtums entdeckt. Viele weisen eindeutige Fesselspuren auf. Dafür gibt es nur eine schlüssige Erklärung. Die Auserwählten wurden bei lebendigem Leib in die Mondpyramide eingemauert. Und zwar bereits am Anfang des Bauvorhabens, um das Heiligtum einzuweihen. Menschenopfer sind wertvoller als Tieropfer, wenn es nach den Priestern geht. Erst recht, wenn der Betroffene zu Lebzeiten hoch angesehen ist. Je höher der Rang, je größer die Reputation im Diesseits, desto größer der Wert der Gabe. Ist ein erfolgreicher Krieger in den Tod gegangen, dann haben die Bewohner erwartet, dass die Götter ihnen besonders wohlgesonnen sind und ihr Leben schützen. Leben gegen Leben, so der religiöse Deal. Aus heutiger Sicht wirken diese Menschenopfer natürlich besonders grausam. Doch damals waren sie als Akt der Weihe gedacht. Man segnete neue Bauten, sprach einen neuen Bauabschnitt einer Pyramide oder eines Tempels heilig. Und das erforderte eben, dass jemand sein Leben dafür gab. Die Opferungen in Teotihuacan gehen auch dann ungebrochen weiter, als der Bau der Pyramiden und Tempelanlagen längst abgeschlossen ist. Im Lauf der Zeit aber haben sich die Rituale verändert. David Caballo zieht einen weiteren Knochenfund aus der Mondpyramide heran und zeigt ihn einer Spezialistin. Die Ursachen der Verletzungen können auch noch nach Jahrhunderten festgestellt werden. Genau das ist die Aufgabe der Bioarchäologin Rebecca Story. An Arm- und Beinknochen entdeckt die Wissenschaftlerin gleich mehrere schwere Schnittverletzungen. Sie stammen von einer sehr scharfen Klinge. Und trotzdem gibt der Befund Rätsel auf. Denn keine dieser Wunden für sich allein genommen ist tödlich. Dieser Mann wurde auf eine andere Art getötet. Und zwar bevor man seinen Kopf abtrennte. Getötet hat den Mann vermutlich ein Stich ins Herz. Vor allem in schweren Krisenzeiten geht es oft darum, den Göttern möglichst viel Blut zu opfern. Opferungen waren auch politisches Theater, ein politisches Spektakel. Genau wie die Römer die Menschen den Löwen zum Fraß vorwarfen oder sie an Kreuze nagelten. Das war Ausdruck von Staatsmacht. Das war natürlich auch in Teotihuacan so. In der Mondpyramide haben die Forscher bislang 5 Stellen mit 37 männlichen Skeletten entdeckt. Jede steht für einen neuen Bauabschnitt. Die Mondpyramide ist in 7 Etappen gebaut worden. 20 Massengräber mit 200 Skeletten von Männern, Frauen und Jugendlichen sind es in der Pyramide der gefiederten Schlange. Nirgendwo sonst in der Stadt haben die Ausgräber so viele Gebeine gefunden. Das kann nur bedeuten, dass die meisten Zeremonien auf dem Kultplatz vor der Pyramide abgehalten wurden. Einige womöglich sogar unter der Erde. Das legen die Funde im Tunnel nahe. Bei Grabungsmeter 75 haben die Archäologen Geröll abgetragen und sind dabei auf eine Grube gestoßen, angelegt von Menschenhand. Sie ist tief. Offensichtlich ein Versteck.
Unter anderem kommt eine schwere Kette aus Jade, Muscheln und bearbeiteten Tierknochen zum Vorschein. Das Schmuckstück ist kostbar. Zunächst vermuten die Forscher, dass sie auf Grabbeigaben gestoßen sind, und sie hoffen, auch die Gebeine eines hohen Würdenträgers zu finden. Doch es bleibt bei den Objekten. Stattdessen schimmert ihnen ein grünlicher Stein entgegen. Wenn sich bestätigt, was Sergio Gomez annimmt, dann wäre das eine kleine archäologische Sensation. Das Fundstück liegt direkt bei der massiven Kette, die ziemlich sicher zur Ausstattung eines Priesters gehört. Nach nur wenigen Minuten hat das Team Gewissheit, um was es sich bei dem grünen Stein handelt. Hast du die Tüte? Gib sie mir. Die Ausgräber halten grünen Obsidian in Händen, bearbeitet zu einer Klinge, wie sie für Ritualmesser üblich ist. Weltweit gibt es nur eine einzige Lagerstätte, in der grüner Obsidian vorkommt, zumindest in der Qualität. Sie liegt 50 Kilometer von Teotihuacan entfernt. Im Nationalpark von Pachuca ist David Caballo mit dem Archäologen Alejandro Pastrana verabredet. Niemand kennt die verborgenen Obsidianadern so gut wie er. Schon vor 2000 Jahren schlugen die Teotihuacanos tiefe Stollen in das Vulkangestein, um an den begehrten Edelstoff zu gelangen. Geformt wurde er in einem Wimpernschlag der Erdgeschichte. Obsidian entsteht ausschließlich bei Vulkanausbrüchen und auch dann nur unter sehr speziellen Bedingungen. Hier sind Fragmente von Obsidian. Erst wenn Lava aus mehr als 10% Wasser besteht, entstehen kleine Perlen aus Rohobsidian. Aber auch nur dann, wenn die Lava auf Wasser trifft und schnell auskühlt. Im ursprünglichen Zustand ist das seltene Gestein eher stumpf. Seine Scharfkantigkeit zeigt sich erst nach der Bearbeitung. Obsidian wird nicht wie ein Edelstein geschliffen, sondern gespalten. Lass uns mal seine Qualität prüfen. Unter den geschickten Händen von Alejandro zeigt der Obsidian aus Pachuca seine weltweit einzigartigen Eigenschaften. So langsam sieht man seine grüne Farbe. Der grüne Obsidian ist extrem scharf, wenn man ihn bearbeitet. Wow. Das ist das schärfste Material, das in der Natur vorkommt. Die Klingen sind glatter und schärfer als Skalpelle aus dem Operationssaal. Die sind unter dem Mikroskop rau im Vergleich zu Obsidian. Der Stein spielt nicht nur bei den Ritualen der Priester eine wichtige Rolle, sondern auch als Handelsware. Die Teotihuacanos kontrollieren den Abbau von Obsidian und machen ihn zu ihrem Exportschlager. Im Gegenzug importieren sie exotische Erzeugnisse aus fernen Ländern. Im Gang unter der gefiederten Schlange findet das Team jede Menge verzierte Schneckenhäuser. Die Schalentiere heißen Trompetenschnecken und gelten als die Königinnen der Meere. Ihre Spindel ist hochgetürmt, faltig und mit Höckern versehen. Darauf dargestellt ist ein mythisches Wesen, vermutlich ein Krokodil. Es heißt, es würde die Welt auf seinem Rücken tragen. Auch die Trompetenschnecke kommt vor allem bei Ritualen zum Einsatz, als Blashorn. Die Priester erzeugen mit ihnen buchstäblich die Begleitmusik. Ihr Ton klingt laut und durchdringend, Klänge wie aus einer anderen Sphäre. Der Fund ist ein weiterer Hinweis, dass in der Unterwelt Rituale abgehalten wurden. Dafür sprechen auch die Schmucksteine aus Jade. Sie könnten entweder Opfergaben gewesen sein oder den Priestern gehört haben. Jade ist ein Fruchtbarkeitssymbol.
Über 10.000 Objekte werden von den Wissenschaftlern zutage gefördert. Und alle lassen sich mit Kulthandlungen in Verbindung bringen. Ein Großteil ist als Importware ins Land gekommen. Das beweist, dass die Teotihuacanos weitreichende Handelsbeziehungen gepflegt haben. Den grünen Obsidian exportieren sie bis nach Arizona in den USA und im Süden bis auf die Halbinsel Yucatan und nach Belize. Zu den Importgütern gehören Jade aus Guatemala, Trompetenschnecken aus der Karibik und Federn aus Honduras. Der Fernwarenverkehr erweist sich als florierendes Geschäft. Für die Bewohner der Pyramidenstadt brechen goldene Zeiten an. Nach gut 200 Jahren Dienst an den Göttern ist die universelle Ordnung wiederhergestellt. Dazu gehört, dass der Grundriss der gesamten Stadt nach den Himmelsachsen ausgerichtet ist. Zweimal im Jahr, und zwar zu Beginn der Trocken- und Regenzeit, steht die Sonne exakt im Lot zur Sonnenpyramide. Das Hauptgestirn zeigt den idealen Zeitpunkt für Aussaat und Ernte an. Und weit über den praktischen Zweck hinaus bilden Sonne, Mond und Sterne für die Teotihuacanos die Eckpfeiler ihrer kosmischen Welt. Eine Vorstellung, die Sergio Gomez auch im Tunnel wiederfindet. Wow, impressionante. Der Glitzereffekt stammt von Menschenhand. Das ist wirklich beeindruckend. Wir haben das überall gefunden. Wir glauben, dass praktisch der gesamte Tunnel mit einem mineralischen Pulver bedeckt war. Für den Glitzereffekt sorgt ein goldglänzendes Pyrit-Gemisch, das die Teotihuacanos zermahlen und als feuchte Paste auf die Wände und Decke aufgetragen haben. Im Licht der Fackeln müssen die Flächen im Tunnel wie ein Sternenhimmel gestrahlt haben. Die kosmische Ordnung als Sinnbild für die Stärke der Stadt, die sich im Einklang mit den Gestirnen sieht, die mit ihren gewaltigen Pyramiden Menschen und Götter versöhnen will, die durch Handel reich wird und die dank der fruchtbaren Erde genug Nahrung bereitstellt. Teotihuacan ist das Paradies auf Erden. Im 3. Jahrhundert nach Christus sind die Weichen neu gestellt. Die Arbeiten am weltlichen Viertel der Stadt werden aufgenommen. Neue Wohnkomplexe für etwa 200.000 Menschen entstehen. Gebaut wird mit Quadern aus vulkanischem Gestein. Die Räume, selbst für die einfache Bevölkerung, sind großzügig geplant. Pro Person stehen durchschnittlich 10 Quadratmeter zur Verfügung. In jedem Gebäude leben etwa 40 bis 60 Menschen in einer Hausgemeinschaft zusammen. In den sogenannten Apartments gibt es Küchen und gemeinschaftliche Schlafräume. Die Architekten haben sogar an separate Lager- und Abfallräume gedacht. Das religiöse Leben spielt sich an den Begräbnisstätten und in den Innenhöfen ab, die gleichzeitig auch als Kultplätze dienen. Die Wohnkomplexe sind wirklich einzigartig. Die Wohnungen sind extrem groß und nach einem Rastersystem angelegt. Das gibt es nirgendwo sonst in der antiken Welt. Der Innenstadtbezirk um die Pyramiden ist den Priestern und dem Militär vorbehalten. Rund um das religiöse Zentrum liegen die Viertel für die Handwerker. Dann gibt es die ausländischen Enklaven. Einwanderer aus Michoacán und Oaxaca leben in eigenen Vierteln. In anderen Bezirken hingegen herrscht Multikulti. Teotihuacan entwickelt sich zu einem einflussreichen Stadtstaat. Teotihuacan war natürlich ein Magnet. Die Stadt zog von überall her Menschen an, aus wirtschaftlichen und religiösen Gründen. Sie wurde kosmopolitisch und führte die verschiedensten Völker in einem Glaubenssystem zusammen. One religious system.
Für eine Volksgruppe wird das zum Problem. Im Südosten von Teotihuacan liegt das Gebiet der mächtigen Maya. Ihr wichtigstes Zentrum ist Tikal im heutigen Guatemala. Die Maya sind kriegerisch und gelten damals als die uneingeschränkten Herrscher Mesoamerikas. Plötzlich sieht sich der Maya-König von Tikal einem ernstzunehmenden Rivalen gegenüber, der seinen Stadtstaat bedroht. Aus Tikal stammt eine Steinstele, die von schweren Auseinandersetzungen mit Eindringlingen berichtet, womöglich mit Kriegern aus Teotihuacan. Der Altamerikanist Professor Nikolai Grube kann ihre Glyphen als einer der wenigen Experten weltweit lesen. Er hat die Zeichen entschlüsselt und die Geschichte des Königs rekonstruiert. Der für uns spannendste Teil dieser langen Inschrift steht hier in der Mitte des Hieroglyphentextes. Huli Otschkink Awil, Siakak Kalomte, Yahi Otsch Haach, Chaktok Ijak. Und das ist der Schlüsselsatz dieser ganzen Stele. Wir erfahren, dass an diesem Tag Fremde aus dem Westen kamen. Und am gleichen Tag, steht hier, verschwand der König im Wasser. Das ist eine Metapher für seinen Tod. Der Maya-König ist tot. Niedergestreckt am 15. Januar 378 nach Christus von Kriegern aus dem Westen. Ob der Feind die Stadt stürmt und noch mehr Menschen tötet, verrät die Inschrift nicht. Auch wird der Name Teotihuacan nicht ausdrücklich genannt. Und trotzdem liegt der Fall klar auf der Hand. Hier sehen wir den neuen König von Tikal, Yashnun Ayin oder Grünes Krokodil, der von den Invasoren in Tikal eingesetzt worden ist, im Jahr 379 nach Christus. Und wir sehen ihn hier in der Tracht von Teotihuacan mit dem typischen Kopfputz. Dann hat er einen Kragen aus Muschelschalen und in der einen Hand trägt er einen eckigen Schild, in der anderen Hand die Speerschleuder. Und das sind die charakteristischen Elemente der Krieger von Teotihuacan. Die Teotihuacanos sind die einzigen, die Speerschleudern besitzen. Die Waffentechnologie verdoppelt die Durchschlagskraft herkömmlicher Speere. So können Entfernungen bis zu 100 Metern erreicht werden. Eine militärische Überlegenheit, die das Reich der Maya umstürzt. Der Einfluss Teotihuacans war enorm prägend. Er hat auch ein ganz neues politisches System im Maya-Tiefland geschaffen. Ein Netz von Stadtstaaten, die alle von Teotihuacan kontrolliert worden sind. Denn der Einfluss Teotihuacans zeigt sich eben nicht nur in Tikal, sondern im gesamten Kerngebiet der klassischen Maya-Kultur. In der Blütezeit erstreckt sich ihr Einflussgebiet von Honduras im heutigen Mittelamerika bis nach Norden in die USA. Eine Vormacht, die in der Antike nur noch vom Römischen Reich übertroffen wird. Im 4. Jahrhundert nach Christus ist die Stadt vom Zufluchtsort für Flüchtlinge zum religiösen Machtzentrum aufgestiegen. Aber bis heute weiß niemand, ob dort ein König regiert hat. Oder ob der höchste Priester zugleich auch weltlicher Herrscher gewesen ist. Die Hinweise im Tunnel führen ausschließlich auf die Fährte der Priester. Und je weiter die Forscher graben, desto weiter geraten sie unter das Heiligtum der gefiederten Schlange. Nach etwa 120 Metern ist plötzlich Schluss. Der Gang mündet in einen riesigen, dreiarmigen Raum. Am engen Einstieg in die Kreuzkammer haben die Archäologen nichts geändert. Er ist so belassen wie von den Erbauern der Anlage geplant. Das eigentliche Gewölbe mit seinen drei Armen liegt etwas tiefer, öffnet sich in einen hohen Raum und misst ungefähr 20 Quadratmeter.
Die Vermessung der Kreuzkammer zeigt, dass ihr Mittelpunkt exakt unter dem Mittelpunkt der Pyramide der gefiederten Schlange liegt. Wir wissen nicht, wie die Erbauer das berechnet haben, aber die Achsen liegen genau übereinander. Das Bodenniveau der Pyramide liegt viele Meter darüber. Und noch etwas fällt den Wissenschaftlern auf. An den Wänden der Mittelkammer verläuft eine deutlich sichtbare Linie. Und zwar weit oben, fast unter der Decke. Auf den ersten Blick gibt es dafür keine schlüssige Erklärung. Erst die chemische Analyse ergibt, dass die Linie einen alten Süßwasserstand markiert. Daraufhin zählt Sergio 1 und 1 zusammen. Die Kontur kommt auch in den Seitenarmen vor und überall verläuft sie auf einer Höhe. Das heißt, der gesamte Bereich stand irgendwann komplett unter Wasser. Dort lag ein See. Die Ausgräber tragen den Grund ab. Insgeheim hoffen alle, eine Grablege zu finden. Doch diese Hoffnung müssen sie aufgeben. Dafür machen sie eine andere, sensationelle Entdeckung. Im Lehm vergraben liegt eine fast 30 cm hohe weibliche Steinfigur. Sie ist völlig intakt. Die erste in dieser Größe, die je in Teotihuacan entdeckt wurde. Noch drei weitere Statuen können geborgen werden, alle in unmittelbarer Nähe zum ersten Fund. Warum man das Ensemble dort aufgestellt hat, wird sofort klar, als Sergio Gomez den Standort der vier Figuren noch einmal rekonstruiert. Die Blicke der vier Figuren scheinen sich in der Mitte der Kreuzkammer zu treffen. Also genau in der imaginären Achse, die das Grundniveau mit der Decke verbindet. Deshalb denke ich, dass die Skulpturen hier als Wächterfiguren platziert wurden. Und zwar ganz bewusst. Sie sollten genau diesen Ort hier bewachen. Tunnel, Kreuzkammer, die vier Wächterfiguren, die genau ins Zentrum des Gewölbes blicken, und die Lage der unterirdischen Konstruktion direkt unter der gefiederten Schlange lassen nur einen Schluss zu. Dort unten liegt ein Kultplatz, der irgendwann geflutet wurde. Die Fundsituation beweist auch, dass die Teotihuacanos Kultplatz und Pyramide als architektonische Einheit geplant haben. Vorbilder für den Pyramidenbau sind seit jeher Berge. In vielen Kulturen sind sie die natürlichen Wohnstätten der Götter. Das ist auch in Teotihuacan so. Im Berg liegt der Ursprung allen Lebens. Die Bewohner der Stadt haben davon eine bildstarke Vorstellung. Im Zentrum der Wandmalerei steht ein heiliger Berg, vielleicht sogar ein Vulkan. In seinem Mittelpunkt entspringt eine Urquelle. Daraus entsteht das Leben auf der Erde. Der gesamte Schöpfungsakt nimmt seinen Anfang in der Unterwelt. Im Tunnel unter der gefiederten Schlange haben die Teotihuacanos den mythischen Ort nachgebaut. Aus Dank und zu Ehren ihres neuen Schöpfergottes. In seinem Namen vollziehen Priester den Schöpfungsakt als rituelle Handlung. Der See ist heilig und symbolisiert die Urquelle, die nie versiegen darf. Auch Priesterinnen sollen dabei gewesen sein. Sie stellen die Verbindung zu den weiblichen Gottheiten her, die bei Gründungsmythen immer eine zentrale Rolle spielen. Die Zeremonie steht für den erfolgreichen Neubeginn der Menschen nach ihrer Flucht aus der alten Heimat. Vermutlich hat sich die Gemeinschaft regelmäßig dort unten versammelt. Im 3. Jahrhundert nach Christus verschließen sie die Unterwelt. Für immer. Als die Teotihuacanos den Tunnel in diese Tiefe gegraben haben, haben sie sich etwas dabei gedacht. Die Unterwelt nicht als Ort des Todes,
sondern als Ort der Schöpfung nachzuempfinden. Das macht die Entdeckung so einzigartig. Jetzt verstehen wir ihre Glaubenswelt viel besser und auch, wie sich die mesoamerikanischen Völker ihren Kosmos vorgestellt haben. Etwa 300 Jahre hält die Blütezeit der Pyramidenstadt an. Dann passiert etwas Umwälzendes, das den Niedergang einläutet. Der Stadtstaat verliert seine Vormachtstellung. Kilometer entfernt bricht der Ilopango mit der Wucht eines Supervulkans aus. Durch Ascheregen und Kälteeinbrüche kollabiert auf dem Kontinent die Nahrungsmittelversorgung. Auch in Teotihuacan. An der Pyramide der gefiederten Schlange entdeckt David Caballo Brand- und Rußspuren. Vergleichbare Anzeichen finden sich überall im religiösen Zentrum der Stadt. Und nur dort. Der ganze Bezirk ist Mitte des 6. Jahrhunderts in Flammen aufgegangen. Die Befunde weisen auf Brandstiftung hin. Wahrscheinlich hat die Bevölkerung gehungert und ihre Wut gegen die Götter und die Priesterschaft gerichtet. Es könnte eine Revolte gewesen sein. Es hat sich um sehr gezielte Brandstiftung gehandelt. Allein über 100 Gebäude entlang der Straße der Toten wurden niedergebrannt. Knapp 100 Jahre später spielt Teotihuacan politisch keine Rolle mehr und gerät für lange Zeit in Vergessenheit. Inzwischen beherrschen die Azteken weite Gebiete Mesoamerikas. Im 14. Jahrhundert nach Christus streifen sie durchs Hochland von Mexiko. Dabei sollen sie die verlassene Pyramidenstadt entdeckt haben. Sie muss ihnen wie ein Weltwunder vorgekommen sein. Der Legende nach haben die Azteken gesagt, wenn nicht wir selbst diese Monumente erbaut haben, müssen es die Götter gewesen sein. Die Stadt wird zum neuen Zentrum ihrer Religion. Sie nennen sie Teotihuacan, der Ort, an dem Menschen zu Göttern werden. Dieser Ort ist das größte Abenteuer, das mir je in meinem Leben widerfahren ist. Und diese Forschung ist das größte Geschenk, das sich ein Archäologe wünschen kann. Teotihuacan gehört zu den großen Rätseln der Wissenschaft. Mit der Entdeckung der unterirdischen Kultanlage ist die Forschung einen großen Schritt weitergekommen. Aber noch längst nicht am Ziel. Erst ein Fünftel der Pyramidenstadt ist ausgegraben.